Yo, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Food Champions, die wöchentlichen Preise und die monatlichen Preise sind da. Ich habe extra noch gewartet, bis ich die wöchentlichen aufmache, weil ich mir die lieber fürs Wochenende aufhebe. Die monatlichen will ich allerdings heute aufmachen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein und sehen, dass ich in der vergangenen Weekend League Gold 2 geholt habe. Damit bin ich ziemlich enttäuscht, muss ich sagen. Ich bin mit 9 Siegen gestartet in den ersten 9 Spielen. Hatte also ja eine richtig gute Bilanz, richtig gute Ausgangsposition. Danach habe ich sage und schreibe in den restlichen 31 Spielen 8 Disconnects gehabt, was mir meine komplette Statistik versaut hat eigentlich. Ich weiß nicht, ob es an meiner Verbindung gelegen hat oder ob es an EA gelegen hat. Ich konnte mich auf jeden Fall jedes Mal direkt wieder verbinden. Also ich glaube eher, dass es an EA gelegen hat. Ziemlich mies auf jeden Fall. 21 Siege natürlich ist trotzdem okay, denke ich mal. 45.000 Coins, ein seltene Goldset und 2 seltene Megasets. Die werde ich mir natürlich aufheben fürs Wochenende, wenn wir im Stream, den ich ja wahrscheinlich jetzt schon am Samstag machen werde, kommt drauf an, ob die ganze Mannschaft heute Abend schon rauskommt. Es heißt ja, dass die Verteidiger nur bis 19 Uhr in Pack sein werden. Und danach, schätze ich mal, kommt schon das ganze Team vermutlich fürs ganze Wochenende. Da könnten wir den Stream vielleicht schon morgen machen, wenn nicht, dann trotzdem am Sonntag. Oder vielleicht auch beides, muss ich mal schauen. Weekend League muss ich natürlich dann auch noch spielen, 40 Spiele. Ja, im Monat ebenfalls Gold 2. Das liegt daran natürlich, dass wir in der einen Woche nicht auf unseren Account zugreifen konnten, als ich da gehackt wurde von irgendjemandem. Ja, das wäre blöder, hätten wir vielleicht trotzdem noch in Elite kommen können, wenn wir diese Woche hätten spielen können. Ist ein bisschen blöd gelaufen, wir bekommen jetzt hier das Gold Champions Trikot, was ein richtig geiles Trikot ist, aber leider kann man das ja nicht verwenden, weil sonst immer jeder direkt rausgeht. Das finde ich ein bisschen schade. Dazu noch das Gold Food Champions Set, wo ich richtig gespannt bin, wen wir dort bekommen. Da können wir ja einige richtig krasse Spieler ziehen. Jetzt nehmen wir zunächst mal das Trikot und sind natürlich jetzt auch qualifiziert für die Weekend League, die aktuell schon läuft. Und da muss ich natürlich dann auch gleich anfangen. Ich werde auch gleich nochmal auf meine Mannschaft eingehen, mit der ich in der aktuellen Weekend League spiele. Jetzt wollen wir allerdings erstmal unser Set öffnen, nämlich das Foot Champions Set. Und das kriege ich aktuell gar nicht. Da muss ich wahrscheinlich jetzt erstmal ein paar Sets aufmachen hier. Da machen wir einfach mal die Premium Gold Sets auf, würde ich sagen. Da werden wir wahrscheinlich eh keinen Team of the Year ziehen in diesen 7,5k Packs. Da speichern wir die einfach mal schnell im Verein. Ich glaube, man kann 32 Sets maximal anzeigen lassen, da hier in der Ansicht. Deswegen öffnen wir einfach mal noch eins, skippen das einfach mal. Und auch da kein guter Spieler drin. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir das Pack am Ende von unseren Packs hier sehen. Ansonsten müssen wir dann noch eins aufmachen. Aber da hier ist es. Garantiert 3 exklusive Foot Champions Versionen vom Team der Woche Spielern aus dem Dezember. Ja, da können wir richtig krasse Spieler ziehen, aber auch jede Menge Mist. Also es gibt viele, viele 81er, viele 82er, 83er, die wir eigentlich nicht wollen. Es gibt allerdings auch richtig geile Karten wie Suarez, wie Ibrahimovic und so weiter, Eden Hazard, Pogba und noch viele weitere. Einer, den ich sehr gerne haben möchte, wäre Nainggolan, der 86er oder Brozovic, die mir in meiner damaligen Mannschaft richtig gut gefallen haben. Also wenn ich davon allen kriegen würde, das wäre wirklich richtig krass. Und dann würde ich sagen, machen wir gar nicht lang rum und ich öffne einfach mal das Pack. Ich hoffe natürlich, dass es ein Walkout ist, das wäre richtig geil, aber ich glaube es nicht. Im letzten Mal hatten wir ja Lukaku, Chiovinco und den Buonanotte, was auch richtig gut war eigentlich. Vor allem Lukaku, den ich jetzt schon fast 130 Spiele oder so verwendet habe. Also ich drücke jetzt einfach mal auf X und wir hoffen, das ist ein Walkout, das ist kein Walkout, schade. Mal schauen, Torwart, das ist Karnesis. 84er. Ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, den kann man natürlich gut linken mit Manolas und Sokratis eventuell, aber mal schauen, was wir sonst noch drin haben. Lisandro Lopez und Piatti, das ist richtig scheiße. Das ist richtig scheiße, da habe ich mir wirklich mehr versprochen.
Naja, was soll's. Die werde ich wahrscheinlich nie verwenden. Karanesis vielleicht höchstens mal. Aber da haben wir auch Buffon in der Serie A. Von daher werde ich wahrscheinlich gar keine von den Karten hier irgendwann mal nutzen. Es ist ziemlich schade. Speichern wir die einfach mal im Verein. Und ich würde sagen, ich zeige euch einfach nochmal schnell meine Mannschaft, mit der ich diese Woche antreten werde. Ihr habt ja öfters mal gefragt, mit welcher Mannschaft ich spiele und was meine Taktiken sind, die ich hier verwende. Das ist jetzt mal die Mannschaft, die ich mir für diese Woche zusammengebaut habe. Wir haben im Tor den SBC Buffon, der mir damals richtig gut gefallen hat. 66 Spiele habe ich auch schon mit ihm gemacht. Dann haben wir in der Innenverteidigung Chiellini und Jerome Boateng. Zu denen muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Absolute Biester. Ich bin mal gespannt, wie die zusammen funktionieren. Habe die noch nicht zusammen ausprobiert. Dann haben wir links Alexandro und rechts Brosinski, der für mich einer der besten Rechtsverteidiger in der Bundesliga ist. Durch sein Tempo ist er eigentlich ja richtig gut und kann auch gut verwendet werden, meiner Meinung nach. Genauso wie Alexandro, der wahrscheinlich einer der besten Linksverteidiger im Spiel ist, weil er auch hoch Arbeitsraten hat, auch viel mit nach hinten macht. Im Mittelfeld dann Nainggolan, den ich gerne geupgradet hätte jetzt mit einer roten Karte, aber hat leider nicht sollen sein. Renato Sanchez, das ist der Spieler mit den meisten Spielen in meinem Verein, 339 Spiele. Der ist wirklich überragend, den kann ich euch nur ans Herz legen. Der kostet mittlerweile auch fast gar nichts mehr. Wenn ihr den noch nicht genutzt habt, versucht den auf jeden Fall mal aus, der ist ein absolutes Biest. Dann haben wir den SBC Arturo Vidal. Überragende Werte eigentlich für den ZM, 22 Tore, 16 Vorlagen in 88 Spielen. Und natürlich auch richtig gute Ausdauer bei den drei Karten. Die muss man eigentlich nie auswechseln, weil die immer durchhalten, auch wenn es mal bis zu 120. geht. Vorne haben wir dann das Trio Douglas Costa, SBC. Richtig gute Werte, 192 Tore, 113 Vorlagen in 315 Spielen. Eden Hazard, 64 Tore, 71 Vorlagen in 170 Spielen. Der gefällt mir auch richtig gut. Und diese Woche werde ich mal ein bisschen mehr den Diego Costa ausprobieren. Der hat bisher in 36 Spielen 23 Tore und 13 Vorlagen gemacht. Bisher habe ich immer den roten Lukaku verwendet, der in 139 Spielen 78 Tore und 47 Vorlagen hat. Die sind sich relativ ähnlich vom Spielstil, aber ich wollte diesmal mal den Costa ausprobieren. Als Joker haben wir dann noch Giovinco draußen und Son, die ich dann meistens für die drei vorne einwechsle. Die anderen muss ich eigentlich nie auswechseln. Deswegen habe ich auch Bronzespieler dann im Rest, um das Rating ein bisschen zu drücken. Das ist einfach nur eine mentale Sache, glaube ich. Kommen wir mal schnell zu den Anweisungen. Ich habe auf den kompletten Verteidigern hinten bleiben bei Angriffen. Das ist eigentlich das Einzige, was ich hier geändert habe. Bei den Außenverteidigern muss man das ändern auf hinten bleiben bei Angriffen. Das gleiche habe ich geändert bei Nainggolan und bei Renato Sanchez. Vidal ist bei mir auf Standard, der kann machen, was er will, der hat alle Freiheiten eigentlich. Dann haben wir vorne auf den beiden Außenspielern Abwehr überlaufen bei Offensivläufe, bei Hazard und bei Costa. Und Diego Costa habe ich diesmal auf Anspielstation. Wenn ihr dort einen schnellen Stürmer habt, würde ich auch hier auf Abwehr überlaufen stellen, weil das ist einfach die beste Möglichkeit, dass die Spieler automatisch loslaufen in die Laufwege rein. Costa werde ich jetzt erstmal probieren mit Anspielstation. Mal schauen, wie das funktioniert. Und hier nochmal kurz meine individuelle Taktik. Ich habe da ein bisschen rumprobiert, habe verschiedene Taktiken, die ich auf YouTube gesehen habe, einfach mal ausprobiert. Das hat ganz gut funktioniert für mich. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so viel bringt oder ob es so viel Unterschied macht, was wir hier einstellen. Auf jeden Fall bin ich damit ganz gut zurechtgekommen, bin ganz gut damit gefahren. In den letzten Wochen verwende ich eigentlich jetzt auch schon seit mehreren Wochen so. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende vom Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst. Leider waren unsere monatlichen Preise nicht sonderlich gut. Ich hoffe natürlich, dass wir am Wochenende jetzt ein paar Team of the Year Karten ziehen. Da wird einiges an Packs gezogen. Ich bin wirklich gespannt, ob wir da eine Chance haben. Hoffe es natürlich, dass wir dann vielleicht nächste Woche mit einer besseren Mannschaft an den Start gehen können in Foot Champions. Lasst den Daumen nach oben, damit euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir bewegen uns ja langsam auf die 1000 Abonnenten zu. Wäre richtig geil, wenn wir das in den nächsten Tagen oder Wochen schaffen würden. Da würde ich mich wirklich riesig freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video bzw. im Stream. Macht's gut, würde mich freuen, wenn ihr dann im Stream reinschaut.
Bis zum nächsten Mal, euer Jules. Haut rein.